Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, heute ist erneut das Landesjagdgesetz hier im Plenum Thema. Die Volksinitiative hat das erreicht. Und natürlich sind wir Grünen gerne bereit, hier heute über das Jagdgesetz noch einmal zu diskutieren. Und meine Damen und Herren, da waren wir von Anfang an zu bereit. Wir haben mit allen Akteuren gesprochen, die dieses Landesjagdgesetz betrifft. Wir haben mit dem Landesjagdverband gesprochen, wir haben mit dem Verband der Eigenjagdbesitzer gesprochen, mit dem Grundbesitzerverband, mit den Berufsjägern, wir haben mit den Hundezüchtern gesprochen, wir haben mit den Bauernverbänden gesprochen, wir haben mit den Naturschützern gesprochen, wir haben auch mit dem Tierschutz gesprochen. Es gibt kein Gesetz, meine Damen und Herren, wo wir so viele Gespräche mit Betroffenen geführt haben wie zu diesem Gesetz in den letzten Jahren. Und kein anderes Gesetz haben wir so lange beraten wie dieses Gesetz. Und wir haben auch von Anfang an dem Landesjagdverband ein gutes Angebot zur Zusammenarbeit gemacht. Eins dieser Angebote war der Arbeitskreis Jagd und Naturschutz. Da gab es auch, daran erinnere ich mich gut, weil ja die Berichte, die bekam man ja mit, was da passierte, dort gab es auch zunächst sehr wohl eine konstruktive Zusammenarbeit im gemeinsamen Interesse. Da wurden Probleme klar benannt. Und es wurde auch gemeinsam nach Lösungen gesucht. Aber weil das so war, weil sich der Vertreter, der dort zunächst drin war in diesem Arbeitskreis des Landesjagdverbandes, so konstruktiv beteiligt hat, wurde er kurzerhand vom Landesjagdverband abgezogen und ersetzt durch einen Hardliner, weil man nämlich eigentlich diesen konstruktiven Dialog gar nicht wollte. Meine Damen und Herren, das ist ein kleines Beispiel dafür, dass der Landesjagdverband eigentlich von Anfang an kein wirkliches Interesse hatte, konstruktiv mit uns dieses Landesjagdgesetz zu diskutieren. Das waren auch keine Einzelfälle. Ich erinnere mal an das Schreiben der Gotha Versicherung, wo dann so Behauptungen reingeschrieben wurden, wir wollten die Niederwildjagd komplett abschaffen. Das stand dort wortwörtlich drin. Das stand nie zur Debatte. Das wusste auch jeder Akteur. Aber schreiben kann man es ja mal, um die Leute auf die Bäume zu bringen. Wir haben viele, ich könnte viele weitere Beispiele dafür nennen. Es gab eine ganze Kette, wo ich sagen würde, das waren schon Entgleisungen. Und der absolute Höhepunkt, meine Damen und Herren, der absolute Höhepunkt an Entgleisung aus unserer Sicht war der Auftritt von Herrn Thies am 18. Januar im Umweltausschuss. Herr Thies hat seinen Beitrag dort im Umweltausschuss nicht genutzt, um die Ziele der Initiative darzustellen, sondern er hat es genutzt, um zu provozieren, und er hat es genutzt, das klang eben schon an, um sich selbst zu profilieren an der Stelle. Und ich will, damit auch alle wissen, was dort gesagt wurde, ich will mal daran erinnern, was er dort gesagt hat. Er hat, ich zitiere, gesagt, dass das Jagdrecht in Nordrhein-Westfalen vergewaltigt worden sei. Er hat gesagt, das Verfahren sei antidemokratisch, das Verfahren sei ein abstoßendes Beispiel für eine schlechte Debatten- und Parlamentskultur. Und er hat am Ende auch noch gesagt, dieses Gesetz habe Elemente eines Überwachungsstaates. Meine Damen und Herren, ich finde, Überwachungsstaat ist schon ein hartes Wort. Wir sollten alle zusammen wissen aus unserer Geschichte, was ein Überwachungsstaat ist. Und diesen Vergleich hier zu ziehen, finde ich unverschämt, unverschämt. Und ich erwarte auch eine Entschuldigung von Herrn Thies für diese Worte, die er dort im Ausschuss gesagt hat. Das war unangemessen und unanständig. Und ich frage mich auch, der Landesjagdverband erwartet von uns immer, dass wir mit ihm in den Dialog gehen. Aber wie kann man denn, wenn man solche Beiträge selbst bringt, diese Erwartungshaltung noch an uns haben? Meine Damen und Herren, wir leben in unruhigen politischen Zeiten. Wir sollten alle gemeinsam ein Interesse daran haben, die Debattenkultur, die politische Kultur in diesem Land hochzuhalten. Und das heißt für mich, in einer Demokratie unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Wege, die man gehen will, erstmal zu akzeptieren, weil es unterschiedliche Interessen gibt. Es gibt unterschiedliche Blickwinkel auf Dinge. Und da ist, mein lieber Herr Schmitz, Ihr Entschließungsantrag, den Sie gebracht haben, keine Hilfe. Überhaupt keine Hilfe, wenn Sie reinschreiben, es sei das ausschließliche Interesse gewesen, mit diesem Jagdgesetz die Jäger, den guten Ruf der Jäger zu beschädigen. Das ist doch eine blöde Unterstellung, die Sie an der Stelle tun. Ich hätte mich gefreut,
wenn der Landesjagdverband konstruktiv die Arbeit aufgenommen hätte, mit uns gemeinsam gucken würde, wo gibt es denn in jedem Gesetz, gibt es Webfehler, zu gucken, wie kann man es positiv nach vorne entwickeln. Mein Eindruck ist, dass die meisten Jäger vor Ort viel weiter sind als die Spitze des Landesjagdverbandes, mit den Neuerungen mittlerweile gut leben können. Und es zeigen auch die Abschusszahlen des letzten Jahres, dass eigentlich alles weiter in der Jagd möglich ist, dass eine gute Jagd möglich ist. Allerdings, meine Damen und Herren, unter Berücksichtigung von mehr Tierschutz. Und dagegen kann eigentlich niemand etwas haben. Vielen Dank. Vielen Dank für den